Aber kurz, Stefan, lass mich vielleicht kurz pathetisch werden, wenn du erlaubst. Lass mich kurz pathetisch werden. Gerne, mein Lieber. Ja, liebes Publikum, wir alle kennen Bilder, die einem sehr ans Herz gehen oder Bilder, die das Herz tatsächlich zerreißen. Bilder, die einem an die Nieren gehen, die man ein Leben lang nicht vergisst, medial vermittelt. Was fällt mir ein zum Beispiel? Der Eisbär Knut, wenn Sie sich noch erinnern. Ja, gibt's nichts zu lachen. Knut. Oder die Hochzeitsbilder von Kate und William. Oh ja. Ja, das sind elektrisierende Bilder, oder? Und jetzt ist wieder so ein Bild aufgetaucht, das alt und jung gleichermaßen begeistert. Ein Bild, das nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Dieses Bild hier. Ja, unser Innenminister Herbert Kickl, Doktor Herbert Kickl, auf dem Rücken eines Pferdes. Ist das nicht süß? Oder? Das letzte Mal, als er so gestrahlt hat, war, als die Familie Kitaev nach Tschetschenien abgeschoben worden ist, oder? Nein, aber das hat doch wirklich, das schaut aus wie nach der Erstkommunion im Prater, oder? Ein kleiner Bub am Ponykarussell. Ja. Genau, ist das nicht schön? Therapeutisches Reiten. Wenn das nichts wirkt, wird er in die Musiktherapie geschickt, der kleine Herbert, oder? Ich finde es auch schön. Ja. Und es gab noch ein zweites Foto. Schau mal. Ja. Das hier, das ist auch schön. Das Sakko ist etwas lang, aber. Ja. Ja, aber ganz ehrlich, ich will ihm nicht zu nahe treten. Ich finde es auch rührend, dieses Bild, aber irgendwie, er wirkt unmännlich. Ja. Hätte er nicht wie sein großes Vorbild auch mit freiem Oberkörper reiten können? Wie? Adolf Hitler ist nackt auf dem Pferd geritten, oder was? Nein, ich meine Kurt Waldheim. Ach so, Kurt Waldheim, ach so. Entschuldigung. Satire. Ja. Aber. Ja. Aber. Ja. Darf ich es nochmal sehen? Sympathieträger ist es keins, das Pferd, oder? Was man sagen muss, es gibt ja viel Kritik an dieser Polizeistaffel der Berittenen. Ich glaube, dass das Sinn macht, weil natürlich sind die Pferde den Polizisten überlegen, was Schnelligkeit, Ausdauer, Grammatik betrifft. Haben Sie mitbekommen, oder? 6 von 10 Polizeischülern sind durch den Aufnahmetest gefallen. Meistens, 6 von 10? 6 von 10. Meistens liegt es an der Rechtschreibung. Sie schaffen die Rechtschreibung nicht. Ja. Und gleichzeitig will Kickl ja aber aufforsten, wir ja mehr Polizisten haben. Großes Problem. Darum erleichtern sie jetzt die Aufnahmetests, weißt du? Ja, gut. Das heißt, wenn lernschwache Schüler nach der Hauptschule HTL und Hack nicht schaffen, dann heißt es für sie Poli oder Polizist. Und du wirst demnächst schon sehen, Polizeischüler, diese dummen neuen Polizeischüler, bitte aufpassen, die Radarpistolen in der Hand haben und das Magazin wechseln wollen. Das wird man alles sehen demnächst, ja. Also richtige Polizeipfosten. Polizeipfosten, ja. Ich weiß gar nicht, wie jetzt von Polizeipfosten auf Rainer Maria Pariasek kommen. Kann man nicht. Rainer Maria Pariasek, unser Mann in Pyeongchang. Mann. Ja, sehr gut. Rainer Pariasek, wirklich fantastischer Sportreporter, muss man wirklich sagen. Ja. In Pyeongchang macht er einen guten Job, ja, oder? Sehr gut. Und hat auch Herrn Strache getroffen wieder in Pyeongchang. Strache ist ja mit Philippa. Hat er sich entschuldigt bei ihm? Er hat sich, ich weiß nicht, ob er sich entschuldigt. Wofür, muss man sagen, wofür trinke ich so viel Deutscher? Tut dir nicht gut, wer weiß das wirklich. Ja, Sie haben mitbekommen, was sich Herr Pariasek geleistet hat vor kurzem auf der Sportgala. Ja, furchtbar. Er hat nämlich HC Strache mit falschem Vornamen vorgestellt. Schauen Sie noch mal diesen Fauxpas an. Ich begrüße ganz speziell unseren Sportminister Karl-Heinz Strache. Herzlich willkommen. Karl-Heinz Strache. HC Strache. Also, nein, das ist doch wohl ganz klar. Er heißt Heinz Konrad Strache. Ja, und nicht Karl-Heinz Strache. Eben. Oder? Und da verstehe ich schon, dass er säuerlich geschaut hat. Wer wie Karl-Heinz genannt hat, oder? Das war, glaube ich, der Grund, warum er so sauer auf den ORF überhaupt jetzt ja, ist. Ja, aber was Herr Pariasek nicht wusste, was er damit losgetreten hat. Ja, furchtbar. Hat. Wirklich. Furchtbar. Diese falschen Initialen. KH haben sich mittlerweile auf der Straße durchgesetzt und sind beim kleinen Mann angekommen. Sehen Sie hier zum Beispiel wahllos eine Straßenumfrage zum Thema, was war das? Rauchen, es ging um das Rauchervolksbegehren. Ja. Die Tendenz geht daher weg mit dem ganzen Krieg, ne? Und der KH sagt halt, er darf gern weiter rauchen, ne? Der KH. Der KH. Der KH. Ja, der KH. Das muss ihn wirklich treffen. Der KH. Oder da bist du 20 Jahre lang auf jedem Plakat und dann sagen die Leute plötzlich KH wieder zu dir. Noch einmal, lieber Umfragender, er heißt Heinz Konrad Strache. Ja. H.C. Strache, ja. Heinz Konrad. Ja, und gut, der Heinz Konrad, der,
Dartert halt gern rauchen, kann man sagen, oder? Ja. Er raucht halt gerne, weil er ist Satiriker und wir Künstler rauchen alle bei der Arbeit. Ja. Haben Sie mitbekommen, er ist Satiriker, er hat ein sehr lustiges, satirisches, finde ich sehr gelungenes Posting abgeschickt am Faschingsdienstag. Das ist das Posting, schauen Sie nochmal. Mhm. Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden, das ist der ORF. Das hat er gut gemacht. Das ist ein richtig, schau mal, und da ist auch nach oben dieses kleine, hat er drüber geschrieben, sogar Satire und ein Smiley. Ja. Das ist einfach sympathisch, weißt du, Satire draufzuschreiben. Hätten zum Beispiel die Deutschen beim Einmarsch in Polen auf die Panzer Satire draufgeschrieben. Ja. Das Verhältnis zwischen Deutschen und Polen wäre heute 1A. Ja, wahrscheinlich. Gut, jetzt setzt er also auf Satire. Ja, jetzt. Ja, jetzt setzt er auf Humor und Satire. Das ist das Problem von Strache. Er vergisst alle 2 Minuten, dass er Vizekanzler ist. Das geziemt sich natürlich. Das macht man nicht als Vizekanzler. Sowas. Hallo. Ja, weiß ja. nicht. Ja. Ja, und vor allem, er setzt hier wirklich aufs falsche Pferd. Humor und Satire, das interessiert die Leute überhaupt nicht. Ja. Ich glaube überhaupt keinen Humor. Einen Moment, das glaube ich doch gar nicht. Darf ich Sie zum Thema Humor fragen? Nein. Oh, Humor, wir sind humorlos. Nein, das ist das Problem. Die Leute haben keinen Humor. Nein. Ja? Trotzdem versuchen es Politiker oft. Politiker versuchen es immer. Und sind das auch ist oft immer sehr ein lustig. Grundfehler. Immer ein Grundfehler, dass es Politiker mit Humor versuchen. Naja, manche können Nein, das ja. Nein, das geht manche nicht. Können es kommt beim Volk nicht an. Der Landeshauptmann von Tirol. Politiker müssen ernsthaft bleiben. Platter ist Platter, entschuldige, Platter. Ich schätze Platter, guter Mann. Du guter weißt Mann. Es, oder? Ich habe Platter letztens gesehen in der Pressestunde, in der Tiroler Pressestunde. Ja. Da waren alle Spitzenkandidaten der Parteien anwesend. Und Günther Platter, der Landeshauptmann, weiß Gott, bis jetzt nicht für Humor gestanden. Aber da versucht er zum ersten Mal einen Witz. Und zwar, er ist Buchdrucker gewesen und er macht in der Sendung einen Buchdruckerwitz. Was heißt einen? Den Buchdruckerwitz. Und das Problem, das er hat, ist, dass Platter, während er den Witz macht, schon lacht, weil er im Kopf schon die Pointe hat. Ja, weil das so lustig ist. Weil der Witz ist ein wirklich einfach, Witz ist einfach fantastisch. Fest, meine Damen der Witz ist fantastisch. Wirklich, schreiben Sie vielleicht mit, weil Sie können den Witz morgen Ihrer Mutter erzählen. Sie wird aus den Latschen kicken. Ja, ja. Er ist erstens sehr gut, der Witz, und er ist fantastisch erzählt. Hier, Günther Platter. Ich glaube, ich bin da ein gutes Beispiel. Es ist im Vorspann gekommen, ich war Buchdrucker. Übrigens, Buchdrucker, das ist die schwarze Kunst. Und es ist manchmal eine Kunst, die Schwarzen zusammenzuhalten. Also hat mit dem Thema nichts zu tun. Gut, oder wie er fast explodiert, weil er es selber so lustig findet. Ja. Kannst du den Witz nochmal nacherzählen? Ich will ihn nicht nochmal nacherzählen. Er steht für sich und er ist fantastisch. Er ist sehr gut. Aber er macht ihn irgendwie sympathisch, oder? Ja. Du, es ist grundsätzlich so, mit Landtagswahlen in Tirol verhält es sich wie mit Witzen über Landtagswahlen in Tirol. Es wird immer platter, kann man sagen. Und ich habe einen Beitrag gesehen, auch im Landesstudio Tirol. Ich weiß nicht, was mit den Kollegen in Tirol los ist. Vielleicht haben sie auch wieder irgendwas weggeschnitten am Ende und deswegen kann man es nicht verstehen, aber ich habe diesen Beitrag nicht verstehen können. Ich bin nicht sicher, um was es überhaupt ging. Vermutlich ging es um den Konflikt zwischen Armin Wolf und Karl-Heinz Strache. Was sagen Sie zum Thema Wolf in Tirol? Ich finde den Wolf super. Jetzt, Ihr Kollege daneben Ihnen macht es offenbar anders mit den Tieren. Mhm, ich mache es anders. Mhm, ich mach das anders. So ganz, das ganz, wirkt wie aus einem Horrorfilm, oder? Ganz seltsam entrückt. Ja, seltsam entrückt, hier mit den toten Unheim. Füchsen auf Tod, der Schulter. Tote Tiere auf den Schultern. Ich mach das anders. Ja, überhaupt, die Beiträge in Tirol werden immer seltsamer. Ich habe letztens eine sehr verdienstvolle Kollegin aus dem Tiroler Fernsehen gesehen, ja. Rotkäppchen, wie ich sie nenne, ja. Weil sie immer mit der roten Kappe, ja. Wie Sargnagel, moderiert. Und sie hat aus Osttirol moderiert einen Beitrag ein. Und dann auf einmal, nach der Einmoderation, ist sie wie selbst vergessen und offensichtlich überlegt sie noch mal, wo sie gerade steht. Schauen Sie selbst dieses seltsame Fernsehen an. Ja, wir im ORF sind ja verpflichtet zu gendern. Das heißt, auch Frauen sollen, müssen und dürfen zu Wort kommen. Ja, sogar hier in Tirol und auch in meiner Heimat Osttirol. Osttirol. Haben früher nicht immer Tiroler so knackig geredet, so Herrschkrim Herder! Und heute nur noch, ja, ja, haben Sie ich mach's anders. Ja, ich mach das anders. Osttirol. Hast du Humor? Nein, ich mach's anders. Nein. Willst du mal meinen Buchdruckerwitz hören? Total unheimlich. Ja, die Leute werden immer seltsamer, nicht nur Moderatoren, sondern auch die Gäste in den Sendungen, der hier zum Beispiel. Stefan, abschließende Frage, was steht bei dir im Keller? Naja, die Oma. Wer sonst? Ja. War wahrscheinlich ein Beitrag aus Niederösterreich heute. Na, weißt du, wo ich neulich mal war? Wo? War den Weg nach Lienz. Und dann habe ich so aus dem Fenster geschaut und habe mir so gedacht, Ma, Osttirol. Osttirol.
Osttiroler ist er keiner, aber er ist Tiroler, Armin Wolf, unser Chef von Good News, Bad News, Fake News im ORF. Und Maschek, wissen wir über ihn? Good News, Bad News, Fake News. Hier handelt es sich um gute Nachrichten. Deniz Yücel ist wieder frei. Nach über einem Jahr Gefangenschaft in der Türkei durch die Willkür eines Politikers mit einem zweifelhaften Verständnis von Demokratie und Pressefreiheit. Apropos, Heinz-Christian Strache hat diesmal in Ried im Innkreis nur ein Bier bestellt, statt der üblichen drei in den letzten Jahren. Hotze! 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 Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, darf man das noch sagen? Ich weiß ja schon gar nicht, ob man noch sagen darf. Weil egal was man sagt, oben am Königlberg, ja, da kommt wieder die berittene Sprachpolizei und reitet herum. Da darf man nicht sagen. Und da darf man nicht sagen. Das ist ein Wort. Das ist ein O-Wort. Aber darf man nicht sagen. Und wir dürfen auch ein Schwein nicht in kleine Teile zerhacken und einen Schnitzel daraus machen. Das verbieten sie alles. Und bevor sie uns das Rauchen jetzt auch noch verbieten, ja, werde ich sagen, hiermit, Österreich wird jetzt das Raucherparadies. Das sage ich euch, Tourismusminister. Rauchen! Raucherparadies Österreich, da hilft der ORF gerne mit einem selbst gedichteten Slogan. The smoker and inhaler likes coming to Ost. Ria. Das ist eine Fake News-Lüge. Das stimmt alles nicht. Das war jetzt Australien und nicht Australien. Ja, das war ein Witz. Sie haben es richtig verstanden. Ja, brav erklärt, brav verstanden. Satire nennt man das. Die Leute sind es gewohnt, weil ich hier immer wieder Witze in der Sendung mache. Deswegen darf ich auch Satire machen und muss kein Smiley dazu zeigen. Also Sie dürfen es, dann ist Satire. Wenn ich das mache, dann ist es eine Beleidigung. Hier wird mit zweierlei Maß Bier gemessen. Es heißt nicht mit zweierlei Maß Bier, sondern nur mit zweierlei Maß. Ja? Aber Sie haben mich beleidigt, Sie haben mich der Lüge bezichtigt. Das ist nicht Satire, das ist Spott. Nein, das habe ich nie gesagt. Nie gesagt habe ich das nicht. Das haben Sie gesagt und ich zeige es Ihnen jetzt gleich auch. Ich habe einen Screenshot gemacht, weil ich weiß, dass Sie das noch immer gleich löschen. Also, es gibt einen Ort, an dem Lügen, bla bla bla, Satire, das depperte Smiley, nicht? Sie haben es gesagt, Beweis erbracht. Das habe ich nicht gesagt, ich habe es geschrieben, aber nicht gesagt, das ist ein Unterschied. Super, geschrieben, gesagt, was macht das für einen Unterschied? Fakt ist, Sie haben das behauptet, ja? Wer ist denn von uns der Journalist? Sie müssen da sich an die Regeln halten. Wenn Sie sich nicht mehr auskennen, dann werden Sie einen Mediennachschulungskurs brauchen. Der Medienminister Blümel wird Sie gleich irgendwo hinschicken. Wie gut, dass man das online machen kann. Sehr gut. Ich bin hier nicht am Ende der Welt. Ich bin nicht in New Zealand, sondern im News Elend. Und das ist immer noch in Österreich. Ja, und bevor sich Gernot Blümel beschwert, dass wir seinen Beitrag wieder hinten abgeschnitten haben, der ist nämlich von den Kollegen in Tirol gedreht worden, spielen wir ihn in voller Länge noch einmal hier. Wie gut, dass ich das alles online machen kann. So, dann Smoke Online Petition. Und weil ich da nicht in die Gemeindebehörde muss, sondern das mit der Bürgerkarte mache, erwischt mich der Koalitionspartner nicht. Der Herr Wolf wird wahrscheinlich schon ans Ende der Welt unterwegs sein und ich fliege jetzt gleich nach Olympia, Südkorea, weil ich habe gefragt, die Skifahrer, was passiert, wenn ich komme. Da haben sie gesagt, dann werden alle ganz schnell abfahren. Maschek, meine Damen und Herren. Maschek! Toll! Heute in der 384. Ausgabe von Willkommen Österreich der Popstar Nena und der kabarettistische Gigant Thomas Stipschitz. Was die beiden eventuell miteinander verbindet, hat der liebe Apotheker Edlinger für Sie herausgefunden. Ach was. Es gibt James Bond und auf der anderen Seite der Welt ist der Stipsitz-Thomas, schwer geschüttelt und voll gerührt. Der Männerversteher mit dem geilen Gemütlichkeitsgehen hat das Muttersöhnchen in der Modernisierungsfalle einfach drauf. Egal ob auf der Kabarettbühne, als UNO-Soldaten-Sexprotz im Film, als käsiger Scheidungsanwalt bei den Vorstadtweibern oder als launiger Gast in den Seitenblicken. Der Mann kommt immer als ein bisschen hemdsärmeliger und ein bisschen fuchteliger Bürokrat des Zwischenmenschlichen rüber. Quasi als weinerlich-schelmische Verbindung des frühen Thüringer mit dem frühen Gerhard Polt. Verhaft's mir, ich kann nicht anders.
Nena kann und will bekanntlich nicht anders, als auf alle Zeiten Nena zu sein. Nena wird sicher bald volljährig. Es wird 99 Luftballons regnen. Die deutsche Pop-Hoffnung 2020 wünscht sich eine neue schwarze Lederhose, coole Ü60-Partys für Netzstrumpf, Best Ager und ein Revival des 80er-Jahre-Revivals.